Hinterlegte Artikelbilder können Sie selbstverständlich auf Ihrem Etikett auch ausdrucken, wenn Sie denn genügend Platz dafür haben. In unserem Beispiel haben wir zum Beispiel für den Musterartikel 2 unter Zusätze ein Artikelbild hinterlegt. 2JPG. Warum 2? Es gibt so ein ähnliches Video, wie Sie auf einen Report, also bei einem Verkauf, DIN A4 Bilder mit ausdrucken. Das hier ist ähnlich, aber wir gehen trotzdem nochmal mit ein. Darauf ein. Wabi Profi 3 nimmt ein Bildchen, ja, das Sie gesagt haben, das will ich haben, das gehört zum Artikel, das Sie ja hier hinterlegen können, und konvertiert dann das Originalbild in eine neue Größe. Warum macht Wabi Profi 3 das? Ganz einfach, um die Transferrate zu reduzieren. Denn bei einem Verkauf, und das machen wir ganz einfach mal schnell, wir verkaufen jetzt einen Artikel 2, ne, das war der falsche, doch. Bei dem Artikel 2 ist jetzt dieses Bildchen da und wird Ihnen mit angezeigt. Warum konvertiert er das oder warum rechnet er das runter? Weil wenn das Originalbild zum Beispiel 500 MB hat, ist jetzt zwar übertrieben, aber rein durchaus machbar oder denkbar, dann ist es ja irre, dass er hier 500 MB lädt. Deswegen konvertiert Wabi Profi 3 das Originalbild auf eine Größe, auf eine neue Größe von 4x4 oder 4x3 cm einfach runter. Und diese Kopie speichert Wabi Profi 3 im Dokumentenordner einfach ab. Und zwar, wenn Sie in Ihr Wabi Profi 3 Verzeichnis schauen, gibt es einen Ordner Picture Item. Und hier haben wir unser Bildchen 2, das Wabi Profi 3 hier neu erstellt hat. Also das heißt eine Kopie vom Original. Warum wiederum eine Kopie? Dass, wenn das Original gelöscht ist, die Kopie immer noch da ist. Jetzt hätte ich es beinahe nicht rausgebracht. Okay. Also wir haben das drin und das wollen wir ausdrucken, das ist jetzt unser Ziel. Dazu rechtsklick drauf und sage, ich will für diesen Artikel jetzt ein Etikett anlegen. Jetzt weiß natürlich unser Etikett noch gar nichts von dem, was wir wollen, da, wenn Sie schon die vorhergehenden Videos gesehen haben, die Etiketten nur so flexibel sind oder so individuell sind, wie Sie es gestalten. Unter Drucklayout gehen wir jetzt rein und sagen, wir wollen ein Layout, das wir haben, oder ein Standardlayout verändern und sagen anpassen. Nun brauchen wir einen Platzhalter, weil wir wissen inzwischen, dass es hier sehr, sehr viele Platzhalter gibt für die diversen Informationen. Und das müssen wir zwar sagen, dass wir ein Bild jetzt hier haben wollen. Und zwar über die Report Control Bar können wir ein OLE-Objekt einfach einfügen, draufklicken und hier einfach jetzt ein Viereck ziehen. Oder wir können über die Report Bar, also die Menüleiste, Insert Control, OLE Control verwenden. Nun müssen wir eben sagen, dass wir eine Expression oder einen Ausdruck oder einen variablen Namen verwenden. Wir verwenden ja keine statische Information, sondern einen variablen Namen. Als Control Source müssen wir ihm jetzt sagen, okay, wo liegt denn überhaupt dieses Bild und wie heißt es denn? Wie es heißt, wissen wir nicht, sondern das ist ja dynamisch und variabel. Demzufolge muss unser Ausdruck, den wir jetzt hier eintragen, in der Quelle auch dementsprechend dynamisch oder variabel sein. Dann fangen wir also an. Es kann ja sein, dass Sie Wabi Profi 3 in einem anderen Verzeichnis installieren, als wir Ihnen vorschlagen. Demzufolge weiß beim Starten von Wabi Profi 3 unser Startobjekt, merkt sich, wo liege ich denn, in welchem Verzeichnis liege ich. Also nennen wir das, ist das unser Startobjekt, das nennt sich einfach O-Starter. O-Starter. Der hat wiederum ein Objekt, wo er sich den tatsächlichen Pfad merkt, und zwar Old Home, also Old für alt und dann Home für zu Hause, und zwar Old Home 1. Ja? Und das Ganze setzen wir in eine Funktion, und zwar addbs, Klammer auf, dann ostarter.oldHome1, Klammer zu, plus Gänsefüßchen, und zwar brauchen wir unseren Picture-Ordner, der nennt sich ja Picture-Item, wenn Sie es noch wissen. Also Picture-Item, da sind die Artikelbilder drin, Backslash, Gänsefüßchen, plus, und jetzt kommt's, Alt-Trim, also eine Funktion, die führende, überflüssige, endende Leerzeichen abschneidet, Klammer auf, Klammer zu, und darin schreiben wir rein Bild. So, denn in unserer Spalte Bild unserer Etikettendatei steht lediglich der Bildname. Wo das Bild liegt, definieren wir über diesen Pfad. Ja, das ist schon mal ganz cool so.
Das kopieren wir uns, alles markieren, kopieren, Steuerung C. In der Print-When-Bedingung sagen wir, druck's aber nur, wenn es diese Datei gibt. Deswegen gibt es wiederum eine Funktion, die nennt sich File, die überprüft, ob es die Datei gibt, Klammer auf, Klammer zu. Dann stellen wir uns in die Mitte der Klammer und drücken Steuerung und V und fügen unseren vorhergehenden Ausdruck ein. Jetzt sagen wir OK. Nun haben wir diese Pünktchen hier oben und wenn Sie eine der vorhergehenden Videos angeschaut haben, einfach die Pfeiltasten nach unten drücken, damit dieses Objekt an der dementsprechenden Position positioniert wird. Die Shift-Taste drücken, halten, Pfeiltaste nach unten macht das Objekt größer. Shift-Taste drücken und halten, Pfeiltaste nach rechts macht das Bild breiter. Okay, dann machen wir einen Doppelklick nochmal auf dieses Bild. Hier müssen wir ihm sagen, wie er skalieren soll. Wir sagen ihm, mach's proportional, damit die Originalproportionen vom Bild erhalten bleiben, aber sich an unseren vorgegebenen Platzhalter, also an Sprich und unser Rechteck, anpassen. So, also die zweite Option verwenden. Wenn wir es richtig gemacht haben, sollte jetzt ein Aktivbild da kommen. Schauen wir mal. Okay, ja, wir wollen es verwenden. Ausgang, wir sagen Vorschau und Druck. Und hurra, hurra! Wir haben jetzt hier in unseren Artikel ein Artikelbild eingefügt. Also das ist richtig cool und wenn Sie jetzt, das ja auch jetzt noch dynamisch ist, das heißt, wenn Sie jetzt einen anderen Artikel haben, wo Sie auch Artikelbilder haben, dann wird hier ein anderes Bildchen eingefügt und so weiter und so fort. Also immer natürlich bei den dementsprechenden Artikeln. Ja, so easy ist es auch, Artikelbilder einzufügen. Bis bald. Tschüss.